Man sieht die Katze gar nicht im Video. Was? Ja, man sieht nur so ein Ohr. So, da ist die Katze. Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stallsorgen. Ich habe heute die Jana dabei. Ja. Also wirklich super spontan, weil die Jana ist nämlich zu Besuch. Wir haben uns wie lange nicht gesehen? 5 Jahre? 4 Jahre? Lang. Lange? Lange nicht gesehen. Wer kennt sie noch, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, ich habe jetzt Jana einfach dazu gezwungen, dass sie mitmachen muss. Und sie kennt eure Fragen noch nicht, die ich jetzt dann rausgesammelt habe. Aber wir fangen mit einer, ich sag jetzt mal, älteren Stallsorge an, die nämlich noch aus dem ersten Video war. Die wollte ich aber gerne noch mit reinnehmen. Und die ist aber auch kurz, so zum Warmwerden, ja. Die Charlotte Leitner schreibt, mein Pferd lässt sich nicht wegschicken, man kann tun, was man will. Es will nicht weggehen und ich finde oft keinen Ausweg, weil sie mich einzingelt. Sie ist nicht böse, aber ich kann mich dann nicht mehr bewegen. So, also nicht mehr bewegen klingt für mich so ein bisschen, als ob sie sich halt so einwickelt so in die Longe, ne? Irgendwie. Und das ist halt verdammt gefährlich auf jeden Fall. Ja, aber Pferd lässt sich nicht wegschicken. Was sagst du dazu? Darf man sagen, dass ich dann auch mal ein bisschen... Ja, also die eine Sache ist natürlich auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich gerade im Roundpen, dass die Leute mal versuchen, irgendwie hinter das Pferd zu kommen und es wegzuschicken. Ja, man kann auch einfach mal vorne den Kopf nehmen und wegschieben. Ja. Das kann man vor allen Dingen auch mal, wenn Pferde überhaupt halt so aufdringlich werden, dass man sie halt einfach physisch wegschieben. Aber tatsächlich das meiste Problem, was ich immer sehe, ist, dass die Leute nicht die Schulter wegschieben, sondern irgendwie versuchen, hinter das Pferd zu kommen und dann sich immer mehr einkreisen. Ja. So. Deswegen der Trick letztendlich dahinter ist halt, mehr Druck auf die Schulter auszuüben oder halt auf den Hals oder auf den Kopf oder so und das Pferd so physisch wegschieben zu lassen, sich vor allen Dingen nicht einwickeln zu lassen in eine Longe. Und das aber dann mit einem Vorwärtsimpuls zu kombinieren, weil sonst stehen sie dann halt einen Meter weiter drüben und dann kommen sie wieder zurück. Ja, also genau. Also vorwärts bewegen muss halt schon sein. Ne? Also ohne geht halt dann auch nicht. Da würde ich tatsächlich, wenn es irgendwie geht, auch auf den Roundpen zurückgreifen, damit man die Gefahr mit der Longe erstmal nicht hat. Ja. So. Oder? Also, auf jeden Fall. Das klingt sehr, sehr, sehr gefährlich, so dieses Einwickeln. Na, komm her. Auf jeden Fall erstmal ohne Longe. Wobei, das, also die Löck ist auch so ein Kandidat, die macht das sehr gerne, dass sie nicht von einem weggeht und ist auch egal, ob mit oder ohne Longe, sondern die läuft dann einfach so eine Mini-Volte um dich rum. Mhm. Und da muss man wirklich einmal den Kopf nehmen, nach außen schieben, in dem Moment einmal irgendwie ein Schnalzen oder mit der Gerte auf dem Boden mal, wenn sie ganz vehement widerspricht. Und dann geht das auch. Aber es ist wirklich so dieses, der Kopf muss einmal geradeaus oder nach außen und dann vorwärts. Ja, also das ist, glaube ich, so das Hauptding, ne? Dass man da konsequent bleibt. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was ja so mit in der Grundausbildung eigentlich mit drin steckt, dass die Pferde lernen, Abstand zu halten. Ja. Ne? Und wenn es da halt irgendwie dann schon hakt, gegebenenfalls auch einen Trainer holen halt. Also kann ich eh sowieso immer empfehlen. Ist nie verkehrt. Egal welchem, ne? Problem. Genau, ne? Dass man das halt, wenn man sich vielleicht auch unsicher ist, sich das nochmal gezielt zeigen lässt. Na, Luni. Ja. Feine Katze. Okay, das war also die kurze zum Warmwerden. Ich habe jetzt noch längere. Mhm. Kannst du die vorlesen? Ja. Die Frage kommt von Anton S. Und zwar, ich habe seit 2 Wochen eine Pflegebeteiligung an einem deutschen Sportpferd Wallach. 13 Jahre alt und Stockmaß ca. 1,85. Oh Gott. Wie groß bist du? 1,85. Also so groß wie Jana. Ich darf ihn putzen, longieren, grasen, gehen, spazieren gehen und habe echt super viel Freiheit. Soweit so gut, aber das Kerlchen hat einen angeborenen Herzfehler. Ich habe ihn jetzt das 3. Mal longiert und nach ein paar Runden im Trab, 2 bis 3 Runden, schnauft er extrem und braucht super lange, bis sich seine Atmung wieder normalisiert hat. Ich mache mir ein bisschen Sorgen und will ihm natürlich auch nicht schaden. Er hat aber schon sehr viel Bewegungsfreude und spielt auf dem Paddock super oft mit anderen Wallachen. Ich habe Angst, dass ich zu viel von ihm verlange, weiß aber nicht, ob dieses Schnaufen durch fehlende Kondition kommt oder mit dem Herzfehler zu tun hat. Habt ihr einen Rat für mich, was ich tun kann? Mache ich zu viel mit ihm beim Longieren, sollte ich das lieber nicht mehr machen oder nur spazieren gehen, grasen gehen, putzen, betüddeln? Liebe Grüße. Das finde ich ganz schwierig zu sagen, ohne das Pferd zu kennen. Also, Also das finde ich, also definitiv weiten sich Herzfehler auf Atmung und so weiter aus. Also das ist definitiv ein Fall, dass das damit zusammenhängen kann. Aber also da würde ich, was sagt denn
der Besitzer, die Besitzerin? Was sagt Tierarzt? Ja, genau. Also ich würde auch sagen, als allererstes würde ich Besitzer und Tierarzt fragen. So. Und vor allen Dingen bei der Frage so, könnte das Pferd jetzt potenziell umkippen oder so, dass man dann auf jeden Fall den Besitzer fragt, was ist okay und was nicht. Ja. Weil am Ende sagen wir jetzt zum Beispiel, nö, 5 Runden Trab, das geht schon. Und dann, also so als Beispiel, ne? Und dann heißt es so, was, um Himmels Willen, der schafft halt nur maximal 3 Runden und danach kippt der um. Also das muss halt schon die Besitzerin einerseits wissen oder halt gegebenenfalls vom Tierarzt mal. Das wird ja irgendwie, also wenn man weiß, der hat einen angeborenen Herzfehler, dann wird das ja irgendwie ein Tierarzt schon mal angeguckt haben. Ja, also muss ja eigentlich, sonst weiß der nicht, dass du einen Herzfehler hast. Ne? Ja. Und die Sache ist halt auch, also auch gerade wenn man das so ein bisschen vergleicht auf der Koppel spielen und so, die Pferde sind ja in der Regel, wenn sie auf der Koppel spielen, nur sehr, sehr kurz dann mal unterwegs. Ja, und sie haben das selber unter Kontrolle. So. Sie können jederzeit aufhören, wenn sie selber merken, es geht nicht mehr. Das ist was anderes, wenn man sie arbeitet, weil dann schreibt man ihnen ja ein Stück weit vor, was sie zu tun haben. Und die haben dann, also viele Pferde haben dann ja auch mehr so diesen Willen, mehr weiterzumachen, als sie eigentlich schaffen würden. Ja. Und das ist halt auf der Koppel, macht er halt so lange, wie er kann und dann hört er halt auf. Genau. Also das ist ja bei Smarty zum Beispiel mit seiner Lunge halt ja auch genauso, dass er halt auf der Koppel, denkst du auch schon, Mensch, der macht aber viel, ne? Aber eigentlich, wenn du es dir halt genauer mal anguckst, dann galoppiert er da mal so seine 50 Meter und dann bleibt er erstmal wieder stehen. Ja. Und sagt so, reicht jetzt. Ne? Da wir jetzt aber zum Beispiel wissen, dass es halt wirklich mit der Lunge zu tun hat und jetzt halt das Herz soweit okay ist, ist da halt eher das mal drin, dass man die Pferde noch ein bisschen mehr auslastet. Beim Herzen wäre ich persönlich wirklich, naja, vorsichtiger. Ja. So, weil weißt du halt nicht, ob das Herz dann irgendwie mal doch sagt so nö. Ja, eben. Also das kann auch sein, dass das gut ist für das Pferd, weil natürlich, wenn es nichts mehr macht und sein Herz nicht belastet, dann wird die Kondition natürlich auch eher weniger. Aber das muss wirklich ein Tierarzt sagen, wie viel da geht und wie viel gut ist für das Pferd. Oder halt die Besitzerin. Mhm. Ich kenne das tatsächlich auch nicht bei Herzkrankheiten, dass man sagt, okay, man mehr auf Konditionen setzen oder irgendwie sowas. Also bei Lunge schon eher, aber bei Herz? Das ist wirklich, also ich glaube, das kann man nicht sagen, ohne das Pferd zu kennen und ohne den Tierarztbefund zu kennen. Da kann man keine... Genau, was eigentlich das konkrete Problem ist. Ne? Ob irgendwelche Herzklappen nicht richtig schließen oder der Muskel insgesamt zu schwach ist. Oder, ne? Oder ob da irgendeine Insuffizienz ist und das Blut irgendwo anders langfließt, als es eigentlich soll oder keine Ahnung. Also, ja, also definitiv einen Tierarzt fragen. Und aber auch so in general, also jetzt nicht irgendwie jetzt gegen den Fragesteller oder so, aber in general sehe ich das ganz, ganz häufig, dass so, ja, mein Pferd hat die und die Krankheit, was soll ich tun? Dass es echt viel das gibt im Internet, ne? Dass viele sich erstmal so bei anderen irgendwie Rat suchen, anstatt halt einen Tierarzt zu holen. Das würde ich aber immer als erstes machen. Also bitte erst den Tierarzt fragen. Ja. Und selbst wenn der dann vielleicht nicht mehr weiter weiß, entweder einen weiteren Tierarzt fragen oder in eine andere Spezialisierung gehen oder in die Klinik oder keine Ahnung, aber bevor ich das Internet frage. Wenn der Tierarzt nicht weiß, was man mit diesem Pferd machen soll, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass eine Person im Internet, die das Pferd noch nie gesehen hat, sagen kann, was das Richtige ist. Ja, das stimmt wohl. Wobei halt, wenn du schon an dem Punkt bist, dass du nur noch Dinge ausprobierst. Ja, wenn du an dem Punkt bist, ne? Wo es eh egal ist und du bist eigentlich so, okay, wir probieren jetzt einfach alles, was noch geht, ja. dann go for it. Dann sind wir beim Internet, glaube ich, angekommen. Und bei irgendwie Hand auflegen. Ja, und tendenziell die Leute, die das Pferd live kennen, werden eher wissen, was ihm hilft. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, also wenn ihr auch irgendwie noch Stallsorgen habt oder so, ne, also dann schreibt es auf jeden Fall Moment. Okay. Ich würde bloß zwischendurch mal sagen, wer es verpennt hat, ne, ab in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben, ne? Ich habe noch eine dritte Frage. Ich wollte schon sagen. So schnell entlasse ich dich nicht. Ne? Und in der Regel machen wir das halt so, dass wir jetzt nämlich nur 2 Kommentare aus den Videos nehmen und eine E-Mail. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage aus den Kommentaren, weil wir letztes Mal ein Special gemacht haben zum Thema Stallmiete und sowas. Wer das noch nicht gesehen hat, kann da gerne noch reinklicken, jetzt nach der Runde. Aber wir gucken uns jetzt noch die letzte und dritte Frage an. Ich blende den Namen mit ein, aber er ist jetzt hier auf meinem Screenshot leider nicht mit drin und bis ich das rausgesucht habe, sind wieder Stunden vergangen. Tut mir leid, aber trotzdem ganz, ganz liebe Grüße, ganz explizit. Frage. Und zwar bin ich vor einem halben Jahr durch Empfehlung auf meine jetzige Trainerin gestoßen.
Bin mit ihr auch sehr zufrieden. Allerdings kennt eine Freundin, mit der ich immer, helfe beim Pferd rausstellen, was mich immer sehr freut. Die kennt diese Trainerin auch. Und die zwei sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Nun kommt es vor, dass sie sich über den Weg laufen, weil ich halt im Stall stehe. Ne? Und da halt die Trainerin und die Freundin aufeinandertreffen. Problem ist nun, dass sie sich nicht aufeinander zugehen oder sowas, wenn der andere weg ist, sondern mir dann Vorwürfe machen, zum Beispiel, wie ich denn bei meiner Trainerin Unterricht nehmen könnte. Die mache alles falsch und mir mein Pferd kaputt. Oder ich werde ausgefragt, was denn Person 1 gesagt hätte und dass das ja nicht stimmen würde und all solche Sachen. Hoffe, das ist kurz und doch verständlich. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal schon erlebt, solche Aktionen. So, ich mag beide. Ich hasse es, zwischen den Stühlen zu stehen und immer Angst haben zu müssen, dass wenn sich die zwei sehen, mich danach eine der zwei nicht mehr so mag oder um Hilfe bittet, wie sie es vorher gemacht hat. Ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch. Was kann ich tun, um den Zweien zu helfen, ihre Konflikte allein und ohne mich zu lösen, ohne dass ich mich selber dabei kaputt mache? Uff. Ja, uff. Also das ist ja wirklich eine... Ja, fiese Situation, die aber gar nicht so selten ist, würde ich fast sagen. So, also, dass sich halt zwei Leute einfach nicht leiden können und das über eine dritte Person halt austragen, ja. Letztendlich, gibt es tatsächlich häufiger. Was würdest du machen? Wärst du in dieser Situation? Also, ich würde erstmal sagen, grundsätzlich, nur weil die Freundin die Trainerin schlecht findet, heißt das nicht, dass sie schlecht ist, wenn du mit der gut klarkommst. Dann go for it. So, da ist nichts Falsches dran. Ja. Hilft natürlich aber einfach nicht für das Problem. Ja, also sie kann das, also vor allen Dingen, wenn sie halt persönliche Probleme mit der Trainerin hat und das halt nicht verargumentieren kann, ja. Warum die Trainerin jetzt irgendwie schlecht ist oder so, oder was sie da irgendwie was Schlechtes macht. Also ich würde das, glaube ich, eher, was diese Frage angeht, also die Qualität der Trainerin, halt mehr auf eine Sachebene ziehen. Ja. So, ne? Also dann lass dir halt von deiner Freundin erklären, wo sie jetzt konkret das Problem sieht. Und dann könnte man immer noch gucken, ob das vielleicht ein Problem der Methodik ist beispielsweise oder ob halt wirklich die Trainerin die Methode schlecht macht oder keine Ahnung. Ja, ne? Ja, und es kann halt auch sein, so bei solchen Sachen, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass etwas für das eigene Pferd oder für einen selber nicht funktioniert und deswegen findet man das schlecht. Das kann aber trotzdem für andere total gut funktionieren und genau das Richtige sein. Oh ja. Also das, nur weil was für ein Pferd nicht funktioniert, heißt das nicht, dass das für alle falsch ist. Mhm, genau, das fängt ja schon mit verschiedenen Rassen und ja, verschiedenen Körperbausachen und so weiter ja schon an. Ne? Ja. Also da sind wir wieder bei dem Thema, du kannst einen Quarter nicht wie einen Spanier reiten und andersrum. Also da stellt sich so ein bisschen die Frage, woher kommt eigentlich die wirkliche Kritik und ist es tatsächlich Kritik oder ist es einfach nur persönliche Abneigung? Ja. So, das wäre so das eine, was ich mit der Freundin besprechen würde. Und das andere, was ich definitiv machen würde, ist mich da komplett raushalten. Oh, und sobald eine Person anfängt, sich über die andere irgendwie zu beschweren, auszufragen oder irgendwas, oder dieser Name fällt, dass man dann sagt, bin ich raus. So, ich will nicht mit dir darüber sprechen. Und wenn halt ein Mensch, den ich eigentlich mag oder der halt in meinem Freundeskreis ist oder den ich auch Freund nenne, das halt nicht akzeptiert, finde ich das halt extrem unangenehm und übergriffig. So, dann jemanden dazu zu zwingen, sich jetzt unbedingt mit demjenigen da auseinandersetzen zu müssen, obwohl man ja weiß, dass der andere auf der anderen Seite steht. Ja. So, ne? Also. Und das ist, also... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich finde das auch einfach ein albernes Verhalten von denen. Das ist Kindergarten, was soll das? So, die können sich im Stall aus dem Weg gehen, die müssen nicht gleichzeitig, die haben ja miteinander wahrscheinlich eigentlich nichts zu tun. Die eine hatte ihr Pferd, das ist nicht bei der Trainerin. Die Trainerin ist bei einer anderen Person. Mhm. Was haben sie miteinander zu tun, außer dass sie sich sehen? Warum kann man sich nicht einfach aus dem Weg gehen und in die andere Richtung gucken und gut ist? Ja. Also ich schätze, weil es da irgendwelche Uraltkonflikte gibt oder so, die halt dann ständig immer wieder hochkochen. Ne? Also, dann soll man sich anschweigen. So. Dann sagt Hallo und gut ist. So. Oder sagt nicht mal Hallo. Auch ja, recht. Genau. Oder du machst das halt auf die ganz harte Tour. Du suchst dir irgendwo einen Raum, den du abschließen kannst. Und dann lädst du beide dorthin ein und sagst, so, hier gibst du jedem einen Kaffee und dann gehst du raus.
und kommst erst nach 2 Stunden wieder. Und entweder sie hassen sich dann endgültig so und schweigen sich dann aber deswegen endlich mal an so und halten die Klappe. Oder sie haben es geklärt. Ich finde das auch eine schöne Methode. Ja, packst du den Hänger, fahr 2 Stunden durch die Gegend. Ne? Ja, so machen wir das mit Pferden auch. Mit Menschen muss das eigentlich genauso funktionieren, oder? Klar. Ja, aber das ist halt eigentlich so ein bisschen so die grundlegende Idee. Ne? Also entweder man zwingt sie halt dazu, dass sie halt mal zusammen Zeit verbringen und halt ihre Konflikte mal aussprechen. So. Aber ich glaube, dann bringt man sich schon wieder selber so in die Situation, dass man so involviert ist. Ich glaube, ich würde wirklich einfach sagen, so, Freunde, das ist euer Bier, das geht mich nichts an, lasst mich damit in Ruhe. Ja, genau. Und letztendlich würde ich halt sagen, gute Freunde oder Menschen, die es mit einem gut meinen, akzeptieren so eine Ansage. Ja. Also wer das nicht akzeptiert... Also ich würde sagen, so die Freundin sollte das akzeptieren, weil es eine Freundin ist. Mhm. Und die Trainerin sollte das auch akzeptieren, weil das professionelles Verhalten wäre. Mhm. Stimmt. Oh Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Ne? Ich war halt so, gerade durch das Szenario hatte ich so eine... weiß ich nicht, 5. Klasse-Konflikt-Situation im Kopf. Aber ja, die Trainerin hat dazu eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Das ist absolut unprofessionell. Ja, genau. Du sagst, das ist sehr übel. Oh Gott. Ja, also kann man ja vielleicht die Trainerin, vielleicht ist sie auch erst jung noch und erst frisch da irgendwie im Geschäft, kann man sie, glaube ich, mal darauf hinweisen. Deswegen, ich würde einfach sagen, so lasst mich damit in Ruhe. Das ist euer Konflikt. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, genau. Und dann halt konsequent sein. Letztendlich wie beim Pferd auch. Ne? Also, wenn du es halt immer wieder einreißen lässt und dich dann doch immer wieder auf Diskussionen einlässt, dann wird es halt auch nicht besser. Also da dann wirklich am besten Schallplatte spielen. Ich glaube, Schallplatte ist eine super Taktik. Im Grunde sagt man, sobald halt einer von den beiden Namen fällt, immer denselben Satz. Also auch wirklich penetrant denselben Satz. Bitte lass mich damit in Ruhe, ich möchte damit nichts zu tun haben, klär das mit ihr. Ja. Immer wieder Punkt. Genau dasselbe und Punkt und gehen. Oder halt irgendwie das Thema wechseln, keine Ahnung. Ne? Aber das hilft tatsächlich, dass die Menschen merken, wenn sie immer wieder dasselbe hören, verdammt, ich hab's wieder gemacht. Ne? Also wie so eine Art Stoppzeichen letztendlich. Und dann wird auch klarer, dass du da wirklich einfach keinen Bock drauf hast. Mhm. Genau, genau. Oder halt nochmal konkret vielleicht vorher nochmal ansprechen und dann verabreden. Ja, das würde ich schon machen, so dass man halt sagt, so, mich stört das, ich möchte das nicht, bitte lass das. Mhm. Und wenn das halt nicht akzeptiert wird, dann abblocken. Ja. Wirklich einfach abblocken. Genau. Und dann weg ignorieren am besten irgendwie und das Thema ständig wechseln. Das würde ich dann machen, glaube ich. So, ja, aber wenn ihr Anregungen habt nochmal zu den Fragen, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber vergesst nicht, eure Fragen, Stallsorgen etc. und in die Kommentare reinzuschreiben, ob das jetzt sowas Zwischenmenschliches ist, wie die dritte Frage oder irgendwie ein Problem mit dem Pferd oder weiß der Kuckuck irgendwas. Ich habe immer gesagt, solange es irgendwie was mit Pferden und Stall und Ähnliches zu tun hat, kann das hier gerne mit rein. Meinetwegen auch, gab auch viele Fragen jetzt nochmal zur Mineralbar und so. Da kann ich auch gerne nochmal so Specials draus machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Sowas kann auch gerne mit rein, sammeln wir hier. Und ansonsten, wer es lieber anonym haben möchte, bitte an diese E-Mail-Adresse schreiben. Ja. Und ansonsten, liked gerne das Video, vergesst nicht, die Kommentare hochzuvoten, die euch auch interessieren. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Anyone else would go back inside. But we set out to walk 1,000 good miles from our hometown. Leaving everyone behind. Found it harder and harder to slow down, 'cause we set out to walk 1,000